Herzlich willkommen zu Everspace 2. Wir sind hier auf unserer Heimatstern angekommen. Wir müssen zur Basis zurück. Mit F würde das eventuell schneller gehen. Mit der Taste F meine ich. Mal schauen, was uns Dex zu sagen hat. Er meinte in der letzten Folge, er muss unbedingt mal mit mir reden. Jetzt werden wir gleich sehen, weshalb er reden will. Was hast du dir dabei gedacht? Wir dürfen nicht auffallen. Wie hast du das Ding überhaupt umgeleitet? Mit meiner GNB-Signatur. Ich muss das tun. Für Ben. Es wird schon gut gehen. Ich bin überhaupt nicht begeistert. Dann lass mal sehen, was wir da haben. Das ist ein medizinisches Labor. Schlachten wir es aus und lassen die Drohne irgendwo verschwinden. Da meint jetzt die Tür zu, oder? Tja. Nee, doch nicht. Sieht aus, als hättest du meine Ärztin gestohlen. Alter, wie nice. Sie muss von meiner Basis runter, bevor sie aufwacht. Wirf sie raus! Hey, ganz langsam. Was hast du vorhin über Vertrauen gesagt? Vertrauen ist ein seltenes Gut in der DMC. Missbrauche es nicht. Warum bist du so sicher, dass sie uns verrät? Weil sie zu GMB gehört. Klar macht sie das. Bei der ersten Gelegenheit. Sie ist Ärztin. Wir könnten sie überreden, uns zu helfen. Für Ben. Tja, du bist ein Klon. Ich sollte nicht erwarten, dass du menschliches Verhalten verstehst. Denk nochmal drüber nach. Wir tauen sie auf und lassen sie selbst entscheiden. Wenn sie uns nicht hilft, können wir sie immer noch bei einem GNB-Außenposten rauswerfen. Du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Warum ich hierher zurückkommen musste. Dieser Tiefkühltorte könnte alles ruinieren. Wenn mehr hinter all dem steckt, solltest du es mir sagen. Es gibt etwas sehr Wertvolles in der DMC. Worauf ich all die Jahre gewartet habe. Ein großer, einfacher Job. Es könnte mein Freifahrtschein hier raus sein. Und deiner auch, wenn du mitspielst. Jetzt bin ich neugierig. Komm in den Kontrollraum und ich erkläre dir alles. So, jetzt sind wir mal gespannt. Ich werde eine Nachricht an meinen Kollegen Maddox schicken. Er ist auf der Prescott-Sternbasis im Union-System. Aber ich kann das Sprungtor nicht nutzen. Du könntest mir dabei helfen. Und dort ist dieser mysteriöse Job? Nicht ganz. Wie gesagt, Maddox ist dort. Und es gibt noch mehr Leute, ohne die wir den Job nicht durchziehen können. Sag schon, wer sind deine Kollegen? Und worum geht es bei dem Job überhaupt? Alles, was du jetzt wissen musst, ist, dass es schnell gehen muss. Aber es wird sich für dich lohnen. Okay, du willst also das Sprungtor nutzen? Genau. Und deine GNB-Signatur könnte mich durchbringen. Ich weiß, dass du Fragen hast, aber es ist zu gefährlich. Ich kann dich ganz gut leiden. Ich biete dir die größte Gelegenheit deines Lebens. Ich bin bereit, eine Tiefkühlärztin aufzutauen, aber wenn sie anfängt, Ärger zu machen, kommt sie durch die Luftschleuse. Bring mich nach Prescott und du bekommst ein Ticket raus aus der DMC. Das hört sich sowas von brenzlig an. Ich schätze, das wird schief gehen. Nur so eine Vermutung. Mit unserem neuen Scanner können wir jetzt einen viel größeren Bereich des Sito-Systems abdecken. Ich habe gerade die Umgebung von Nerea gescannt. Das hier kam dabei heraus. Grady und Brandt. Natürlich. Vielleicht kannst du bei deinen alten Kumpels ein paar Sprungtorschlüssel in die Finger kriegen. Ah, ich kann nicht zu meiner früheren Station zurück. Aber vielleicht klappt es auf der Neftis-Station. Wenn sie deine Signatur nicht als diejenige erkennen, die gerade ihren Verteilerhafen überfallen hat. Du überschätzt ihre Datenbanken. Vor einigen Wochen hat ein Aufseher sein gesamtes Team an Plünderer verraten. Als ich ging, war er immer noch als Mitarbeiter des Monats gelistet. Na gut. Aber bevor du gehst, musst du mir eine Sache versprechen. Die wäre? Wenn du die Schlüssel nicht kriegst, komm zurück und wir lassen uns was anderes einfallen. Nur bring nicht gleich ein ganzes Team von eingefrorenen Sprungtortechnikern mit. Rückpunkt setzen. So Leute, wir haben voll vieles an Sachen, die wir verkraften können. Team Sauma mit. Level 2, Level 1. Wir müssten die eigentlich
verkaufen und besseres Equipment kaufen. Herstellen. Kann man die nicht abbauen? Ne, kann man nicht. Erhöhen Seltenheit. Das wollen wir nicht, wir wollen Stufe aufsteigen. Das geht nicht. Ersatzteil und Schalttechnik. Zerstören will ich nicht. Man kann es auf jeden Fall nicht. Man kann es nicht auseinandernehmen. Das ist echt blöd. Weitere Ausrüstung. Mindestens einer deiner Ausrüstungsgegenstände passt nicht zu deiner Spielerstufe. Du kannst einen besseren Gegenstand kaufen oder finden, aber du kannst auch bestehende Ausrüstung modifizieren oder neue Gegenstände herstellen. Um einen Gegenstand herzustellen, wähle Herstellen auf einen leeren Frachtslot. Um einen bestehenden Gegenstand zu verändern, wähle Modifizieren auf dem entsprechenden Gegenstand. So. So, wieder benutzen. Hier mit der kann man auch nichts machen. T, Stufe. Hier kann man die Stufe sehen. Auch schön. Kann man hier das leveln? Ja, kann man. Für Upgrade drücke F. MP erhöht. So. Upgrades. Reduziert die Aufladezeit des Cruise-Antriebs auf 1,5 Sekunden. Reduziert die Aufladezeit des Cruise-Antriebs nur auf 1,2 Sekunden und reduziert die Aufladezeit des Cruise-Antriebs auf 0,9 Sekunden. Okay, wir werden bei 0,5 da. Obwohl, wollte ich hier investieren. Reparatur-Ding investieren. So, das ist auch alles, was wir investieren können. Mal schauen, ob wegen der das weniger geworden ist. Scheint nicht so zu sein. Missionen, wertvolles und wertloses. Okay. Jetzt haben wir echt lange im Hangar herumgetrüllt. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Und fliegen mal zu diesem System. Ja, so sieht es aus, Leute. 900 Lichtsterne voraus. Union Bridge schauen wir davor. Unbekanntes Signal ist meistens zu schwer zu besiegen. Deswegen lasse ich das mal. Das dauert echt lang, muss ich sagen. Wir werden gleich Anweisungen bekommen. Ich kann nicht behaupten, dass ich euch vermisst habe. So. Wir stecken hier ein bisschen in der Klemme, bitte schickt. Ach, wem mache ich was vor?
Morty, Agneta, alle. Wir machen das alleine, Leute. Hey, brauchen Sie Hilfe? Oh, Sol sei Dank. Verstärkung. Und gerade noch rechtzeitig. Diese Schurken prügeln uns gerade windelweich. So. Also gut, los geht's. Ganz ruhig, der Nix. Zielen, bevor du... Ah ja, das ist viel besser. Vier Tüten Chips für denjenigen, der den Aufklärer erwischt. Mal fünf Tüten raus. Und eine Flasche Portwein. So, Leute. Mit einem guten Ausweichmanöver kann man nichts falsch machen, oder, Agneta? Jetzt nehmen wir noch zwei weg. Dennings, hast du nicht etwas vergessen? Ach, mein Fehler. Weitermachen. Na, wenn das nichts ist. Volltreffer. Ausgezeichneter Schuss, Roti. Einfach brillant. Geschütze bereit. So, wir können nicht schneller vorangehen. Wir müssen langsam voran. Gut gemacht, Leute. Ich kann den Himmel wiedersehen. Erkundet weiter die Umgebung, während ich mich mit unserem Besucher unterhalte. Sir, wenn Sie nichts dagegen haben, hier anzudocken, ich würde gern mit Ihnen sprechen. So, muss ich mal neue Bekanntschaften. Ich habe noch nie gesehen, dass Outlaws so nah an das G&B-Gebiet herankommen. In der Tat. Sagen Sie, Sie kommen mir bekannt vor. Waren Sie schon mal hier? Nein, ich bin ein Wingman von der Alkione-Station. Wir haben ein kleines Problem mit dem Server, also wurde ich angewiesen, hierher zu kommen und ein paar Sprungtorschlüssel zu holen. Man hat Sie also gar nicht als Verstärkung geschickt? Diese verfluchten Bürokraten. Eine Reihe Outlaw-Trupps steht vor unserer Tür und alles, was das Management interessiert, sind ein paar Sprungtorschlüssel? Es tut mir leid, aber sie wurden auf eine sinnlose Mission geschickt. Die einzigen Schlüssel, die wir erhalten haben, sind für meine eigenen Leute reserviert. Es sind keine übrig? Überhaupt keine. Nicht einmal, wenn ich mich um ihr Outlaw-Problem kümmern würde? Naja, in diesem Fall könnte ich mir vielleicht etwas einfallen lassen. Bevor Sie abreisen, werfen Sie einen Blick auf unsere Schiffsauswahl. Vielleicht ist etwas dabei, das Ihnen ins Auge sticht. So, sehr gut, Schiffsauswahl. Jobs, Shifts and Eyes. Das hier haben wir, glaube ich. Wo steht der Preis? Oh, das steht da oben. Geschwindigkeit ist höher. Naja. Das ist alles nicht gut irgendwie. Ich würde meinen Schiffskauf noch warten. Zudem haben wir 0 Credits. Also deshalb sowieso warten. Kleinwaffen verkaufen. Samen verkaufen. Verkaufen einen Shop. So, wir verkaufen einfach alles. Ja, wie viel Geld haben wir jetzt? 1600. Herstellen können wir nichts. Traktorstrahl. Wir haben ein paar dazu bekommen, glaube ich. Okay, gut, dann fliegen wir mal wieder raus. Mein technischer Berater hat mir Daten über 2 Minen in der Nähe übermittelt. Jede beherbergt etwa ein halbes Dutzend Outlaws. Verstanden.
Überlassen Sie sie einfach mir. Wunderbar. Und viel Glück. So. Sieht aus, als hätten Sie es sich hier gemütlich gemacht. Sie hatten sogar Zeit, ein Raketensilo aufzustellen. Oha. Das könnte unangenehm werden. Einer weniger. So. Wir müssen uns wieder heilen. Das ist der 5 fürs Heilen. So. Okay. Ich glaube, ich habe sie alle erwischt. Schauen wir uns die andere Höhle an. Ab zur nächsten Höhle. Wüstenbergwerk. So, AMP ist wieder aufgeladen. Mal gucken. Toll, eine Bombendrohne. Mir gefällt nicht, wie sich das entwickelt. So. Sammeln wir mal das Eisen. Dann haben wir hier noch wertvolles Schiffswrack. Oh ja, Magnet, Soul, Impuls. Heftig. Stößt das Opfer in Zielrichtung. Das Ziel erhält 100% erhöhten Kollisionsschaden für 5 Sekunden. Die Stufe des Ziels darf die eigenen um höchstens 2 Stufen überschreiten. 2 Ladungen. Und Credits. Boah, voll viel Credits. Gib her. So. Wo sind sie? Ich komm nicht raus. Das war ein halbes Dutzend. Ja. Mag sein, aber dafür haben wir es erledigt. Mal schauen, ob er sich an den Versprechen hält. Höhle gehört jetzt uns. Weil du alle da drin getötet hast? Sollte sie in diesem Fall jetzt nicht mir gehören? Es ist ein verflixter Teufelsgeist. Hey, Nefti-Station. Ab jetzt sollte es hier viel ruhiger zugehen. Danke. Wir stehen in Ihrer Schuld. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mach mich jetzt auf den Rückweg zu Ihnen. Naja, hoffentlich geht es gut aus. Credits.
Ja, das muss ich ihm aufladen. So, aufgesammelt hätten wir die Sachen. Also, was die Sprungtorschlüssel angeht. Das ist zwar höchst inoffiziell, aber auf dem Charybdis-Schrottplatz gibt es ein ausgemustertes Sprungtor, das eventuell alte Schlüsselsignaturen enthält. Ich hatte auf eine legalere Lösung gehofft. Es ist in der Tat eine dubiose Lösung, aber für eine dubiose Person. Während Sie weg waren, habe ich einen Hintergrundcheck durchgeführt. Ihr Name ist Adam Roslin. Sie sind ein Flüchtiger, der von der kolonialen Flotte gesucht wird. Mist. Hätte nicht erwartet, dass ein GNB-Mitarbeiter so fleißig ist. Nun, wir haben hier draußen ein wenig Zeit. Ich habe auch erfahren, dass Sie ein Wingman der Gruppe von Craig Callahan waren. Ein Wingman, der offenbar bei der Verteidigung eines totgeweihten Ingenieurs starb. Nur weil Callahan ihn im Stich gelassen hatte, war er noch lange nicht im Untergang geweiht. Und genau deshalb helfe ich Ihnen. Denn in den Augen des Managements sind wir auch ein hoffnungsloser Fall. Die Erträge in situ versiegen. Direktor Blakemore macht mehr Gewinn mit unseren Lebensversicherungen als mit dem, was wir tatsächlich abbauen. Jeder sollte aussteigen, solange er noch kann. Dann werde ich das ausrangierte Sprungtor nach diesen Schlüsselsignaturen durchsuchen. Bei Charybdis Bowl, ja. Und sollten Sie zusätzliche Mittel benötigen, haben wir ein paar Aufträge auf dem Jobboard. Klingt gut, danke. Und viel Glück. Gleichfalls, Mr. Roslin. Hier draußen brauchen wir das alle. So, Leute. Zur Schöpferin. Mal schauen, was für Jobs wir haben. Angriff abwehren. Lassen Sie sich das bloß nicht entgehen. Halten Sie bei der Verteilung der Schiffe bei irgendeiner Koordination. Und keine Angst, wir sind versichert. Ich schaue mal einfach mal auf Credits. Wir würden das Ansehen erhöhen. So. Wir müssen dahin. Schon richtig alle voraus. Ich bin mal gespannt, wie stark der Gegner ist. Weil wir sind Stufe 4 und der Gegner ist Stufe 3. Weil alle unsere Waffen sind auf Stufe 1 noch. Jetzt muss ich noch herausfinden, wie das noch geht. Die aufzuleveln halt. Und finden halt dauernd Ressourcen, um die aufzuleveln. Ich hab keine Ahnung, wo man die Ressourcen halt bekommt. Wenn man früh Stück für Stück heraus. Wir stecken in der Klemme. Feindbeschuss von allen Seiten. War es das schon? Ich sehe keine Feinde mehr. Wir haben es geschafft. Alles erledigt. Danke. Mensch, war das einfach. Ja. Thank you.
Ja, das ist weg, die Mission. Zito, nee. Wo waren wir zuletzt? Da, glaube ich, oder nee, wir waren hier. Genau, Leute, ich hab's wieder rausgefunden. G und B Fördergebiete. Jo. Das Zitronenverschönerungsprojekt von G&B. Wirklich beeindruckend, wie viel Schrott sie überall hinterlassen. Auf jeden Fall ist es nicht dort, wohin wir hin wollten. Schauen wir mal. Adam? Bist du das? Callahan meinte, du wärst draufgegangen. Bin nur auf der Durchreise. Sag keinem, dass du mich gesehen hast, ja? Klar. Und Ben? Hat er es überlebt? Er lebt. Soul sei Dank. Es tut mir so leid, dass ich euch zurückgelassen habe. Das war schrecklich da draußen. Wir alle... Naja, du weißt schon. Du hast nur versucht, da lebend rauszukommen. Schon klar. Also, wie ist es dir ergangen? Fürchterlich. Callahan und seine ganze Truppe wurden ins Sarkov-System versetzt. Es sind kaum noch Kampfschiffe übrig, also haben sie begonnen, Teams unbewacht loszuschicken. Was? Das ist ja wahnsinnig. Wem sagst du das? Das Management wird von Tag zu Tag skrupelloser, egal was es kostet. Giordano fliegt gerade mit seinem Team zu den Deep Fields, als einziger Wingman. Giordano? Bin nie mit ihm geflogen. Er gehört zu den Guten, oder? Er ist der Einzige, der sich noch um uns kümmert. Ich bin übrigens für die Teambudgets verantwortlich. Wenn du Giordano helfen würdest, könnte ich was unterm Tisch abzwacken. 400 Credits für jeden, den du lebend zurückbringst. Direkt überwiesen. Wann sind sie los? Nicht lange her. Ihr erster Halt ist ganz in der Nähe. Okay. Ich schau mal, ob ich sie einholen kann. Vielen Dank. Das wäre eine echte Hilfe. Also 400 Credits pro gebrachter Passagier ist schon ein bisschen wenig. Ja, wir haben gerade 1200 innerhalb von zwei Minuten kassiert. Aber hier gibt's auch keine Mission, oder? Doch, hier gibt's. Unter Ex-Kollegen gibt's jetzt eine Mission. Okay, da steht 450 Credits und 1500 meine ich. Ich weiß gar nicht, wie ich auf 450 gekommen bin. Ne, 1500 Credits und 1500 Erfahrung. Ja. Okay. Habe ich Raketen gekauft? Ja, ich habe keine ausgegeben, glaube ich. Dann schauen wir mal. Wir sind hier. Und wir müssen hier. Jetzt ist die Frage, ob wir die Hauptmission weitermachen sollen oder ein paar Nebenmissionen noch. Da muss ich hin. So gut wie da. Da drüben ist das Team. Wer bist du?
Der neue Wingman. Die Alkyone-Station schickt mich als Eskorte. Ich dachte, wir haben keine Kampfpiloten mehr. Da du schon hier bist, hilf uns, das Tor zu reparieren. Ich bin nur ein Wingman, kein Mechaniker. Wer hier draußen überleben will, muss mehr als ein Talent haben. Das erwarte ich von jedem Mitglied in meinem Team. Gut, ich schau, was ich tun kann. Ich würde sagen, es liegt an der Energieversorgung. Ich schau mich mal um und versuche, was zu improvisieren. Bist du ein guter Kampfpilot? Ich hab schon den ein oder anderen Trick auf Lager. Warum? Wir haben noch nie zusammengearbeitet. Ich versuche also nur, einen Eindruck von dir zu bekommen. Okay, da fehlt eine solche Teile. Ist die Frage, wo wir das jetzt finden? Schiff von da? Nee, das leuchtet nur grün. Wie ich es hasse, die Lösung zu suchen. Schauen wir mal, ob hier irgendwo noch was gibt. Oder an dem Fels. Oder drüben am besten. Ich schätze, da drüben müsste es sein. Ja, was sag ich? Ja, mit Intelligenz kann man das schon lösen, die Rätsel. Schauen wir mal. Sieht gut aus. Und? Habe ich den Test bestanden? Nein? Komm sofort zurück. Wir werden angegriffen. Bleib bei der Mine. Ich kümmere mich um die. So, da sind wir gekommen. Alle vernichtet. Alles okay? Nein, es ist nicht alles okay. Dieser Ort hätte beschützt werden sollen. Ich tue ja schon, was ich kann. Nicht von dir, von denen, die uns geschickt haben. Mit so einer Mine kann man eine Menge Geld machen. Aber man ist auch immer für seine Leute verantwortlich. Ich fürchte, so läuft das bei GNB leider nicht. Da könntest du recht haben. Das wäre dann wohl geklärt. Was wäre geklärt? Okay. Das sind die Koordinaten für unseren nächsten Halt. Das ist ja noch tiefer im Outlaw-Gebiet. Du fliegst voraus und prüfst, ob es sicher ist. Mein Team verschanzt sich so lange in der Mine. Kommt drauf an. Wer das weg ist. Okay, ist sofort Sprung nötig. Na gut, dann würde ich mich für das erste verabschieden von dieser Folge und von euch halt. Und hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann.